uns bekannte Welt auslöschen. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. So, dann schließen wir einfach mal wieder ein bisschen. Kukulkan, schütze uns! Leite uns! Hilf uns formen! Und lass die Sonne von uns um, welche die Dunkelheit die uns bekannte Welt auslöschen! Finde sie! Sie darf sich nicht ein. Irgendwie dachte ich, sie ist dann halt noch versteckt. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Mensch, was ist denn hier nur? Ach so, Schlammbad wieder. Ja gut, wenn sie meinen. Das was bringt, dann bedeckt uns, werden. Leite uns! Gib uns Formen und Schatten! Stärke und Erheben! Oder ob dann halt ständig neue kommen, wenn man ja Dinger kaputt macht. Das scheint ja immer nur so ein bisschen hart zu sein. Also einer pro so. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Ah ja, dann bin ich wieder am Anfang. So, rein theoretisch dürfte keiner mehr kommen, aber das interessiert die Leute ja nicht. Lass die Sonne von uns um, welche die Dunkelheit die uns bekannte Welt auslöschen. Findet sie! Sie darf sich nicht einmischen! Matu Beta Limburg ist hier! Was meine ich halt? Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand! Jetzt aber. Vernichte alle, die deinem Mann.
Schaden machen als meine Rüstung. Du bist vorletzter. Ich zähl mich auf. Ich erschaffe die Welt neu. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Ist ein Gott! Ich habe dich am Leben gelassen, aber schwer's jetzt! Seine Sätze machen mir ja gar keinen Sinn. Ich habe dich für... Nein! Mensch. Ich beschütze Faititi, nicht du! Ja, und du machst einen ganz tollen Job. Ich habe dich verprügelt. Der hat ja schon mehrfach das Messer reingekriegt und ganz viel Schrotladung. Leuchtet nicht mehr so viel.
Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Kuba. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein, du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Weltsee. Ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Paititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Unuratu, meine Mutter, Kriegerin, Rebellen, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen.
Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuvakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Ja, das war Shadow of the Tomb Raider schon wieder. Also für mich schon wieder. Ich habe tatsächlich gedacht beim Ende jetzt, also nicht jetzt das Ende, sondern als Lara sich da hingelegt hat, dass sie tatsächlich geopfert wird und da sozusagen stirbt. Und damit ein Ende dieser Spielreihe sozusagen besiegelt wird. Das, hätte mich ein bisschen gewundert, wäre ein krasses Ende gewesen. Aber war halt tatsächlich nicht so. Das letzte Stück jetzt war irgendwie so ein bisschen unangenehm zu gucken. Irgendwie, das war so... Naja, ich sag mal, wie die Jugend sagen würde, so cringe. Weil, keine Ahnung, das hat schon wieder nicht so ganz gepasst. Ich finde den Umschwung von der Lara war so krass. So im ersten Spiel sagt sie, da ist irgendwas passiert und dann hat sie gesagt, okay, ich will Antworten haben. Jetzt auf einmal sagt sie, ich will nicht mehr suchen, ich will unter Menschen. Ich meine, bei den Sachen, die sie erlebt hat, würde ich eher verstehen, wenn sie sagt, ich will nie wieder mit Menschen zu tun haben. Und sie verschließt sich in irgendeinem Kämmerchen oder so. Ansonsten fand ich es eigentlich ganz cool. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil es mir relativ schlauchartig vorkam, die Level. Und ich hatte gehofft, dass man tatsächlich dann mehr auf der Welt hinherreist, weil der zweite Teil ja so ein bisschen das suggeriert hat. Also rein vom zweiten Teil habe ich es irgendwie gedacht, weil man da schon an mehreren Orten war. Und da dachte ich, dass es im dritten Teil halt mehr ist. Aber man war halt nur, sag ich mal in Anführungsstrichen, hier bei dem. Aber... ja, war trotzdem eigentlich ein ganz cooler Teil wieder. Wobei ich dazu sagen muss, als eigenständiges Spiel finde ich es ganz cool mit ein paar Ecken und Kanten, die man definitiv ausbessern könnte. Aber als Lara Croft bzw. Tomb Raider finde ich sie nicht gut. Gerade sie als Lara Croft gefällt mir eigentlich nicht. Als so Spielfigur schon, aber nicht als eine Lara Croft. Wenn sie gesagt, das ist keine Ahnung, die Tochter, die Nachfolgerin, irgendwas. Das ist absolut okay für mich gewesen, aber nicht als Lara Croft. Ja. Lass den Abspann. Achso, weil ich ihn gerade sehe hier. Ich fand's auch ein bisschen schwach eigentlich, wie das Ende von Trinity eingeleitet wurde. Ich meine, der Rat, der wurde nur mal so nebenbei erwähnt, war tot. Der Rogue war dann einfach so tot. Gut, da hatte man eine kurze Sequenz, aber ne? Ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlau, die kompletten Anführer
dahin zu bringen, sodass die alle getötet werden können. Weiß ich nicht. Ja gut, der Dominguez, gegen den hatte man jetzt halt einen Endkampf, aber Trinity ist dann damit anscheinend komplett hinüber, also seltsam. Na gut, mir hat's, wie gesagt, trotz allem ganz gut Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht, ein bisschen zuzugucken, oder vielleicht habt ihr es auch selber gespielt. Bin gespannt, was als nächstes kommt, ob es weitere Tomb Raider-Spiele geben wird. In dem Stil oder in einem anderen, weiß ich nicht. Lassen wir uns überraschen und wir sehen uns bei irgendeinem anderen Teil wieder. Tschüss. Thank you.
Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft. Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein.